Welcome back and so on. Wir vloggen heute. Nee, eigentlich vloggen wir nicht. Aber was lachst du denn? Wir kochen heute. Ja, ich koche was. Nicht, dass es jetzt so ein... wird jetzt keine Survival-Tour. Also ich kann einigermaßen kochen. Nein, die Überlegung war, dass ich ja nun dieses Jahr oder wie dieses Jahr jetzt erst wieder richtig eingestiegen sind, dass mir das ASMR-Video wichtiger war und ich werde jetzt in Zukunft irgendwie immer Freitag, Samstag irgendwie vloggen oder was anderes machen und das kommt dann einen Freitag später. So, damit ich genug Zeit habe, weil die Vlogs zu editieren ist teilweise aufwendiger als die ASMR-Videos. Daraus ergibt sich auch jetzt erstmal Folgendes, bis ich dann meinen Dienstplan habe, werden Montag oder Dienstag regulär erstmal die ASMR-Videos kommen, damit ihr quasi gut und entspannt nach dem Montag in die Woche startet. Entschuldigung, es waren Trockenpflaumen. Mein Gott. Ich habe nicht einen Liter Wasser drauf gekippt, dann wäre es noch spaßiger. Und freitags kommen dann die Vlogs und mit denen fangen wir jetzt quasi... Also, wenn ihr das jetzt seht, ist Freitag. Und da sind meine Mama und ich gerade unterwegs und vloggen. Und dann kriegt ihr heute schnell dieses Video. Ich will nämlich was kochen. Ich habe nämlich was gekocht letztens, worauf der Mann, als ich ihn fragte, wie es schmeckt, einfach nur sagte. Geil. Ja. Und das zeige ich euch heute. Haben wir lange nicht gemacht. Quasi DIY-Koch-Logbuch, wie auch immer. Logbook. Was machst du eigentlich? Logbook. Der Mann schreibt den Einkaufszettel. Mhm. Ja, ansonsten kommen wir gut klar mittlerweile. Die Scheibe ist wieder drin. Die Heizung läuft wieder und ich bin ziemlich, also man kann sich auch anstellen. So, ich bin sehr erstaunt, mir ist nämlich gerade heute Morgen was aufgefallen, da man mir immer vorgeworfen, ich habe da einen Pickel, ich weiß, es tut mir leid, aber wir kommen von Arbeit, wir sind eh ein bisschen durch, wie man ja immer unterstellt hat, ich schaffe hier nichts, ich würde keine Ordnung halten, es ist komisch. Seitdem, also natürlich war es am Anfang ein bisschen wurstelig vom Umräumen her, aber seitdem Basti da ist, komischerweise, habe ich weder Schmutzecken, noch liegen Sachen rum, noch ist Unordnung. Das Einzige, was jetzt noch nicht ganz durch ist, ist im Moment das Büro. Also, es war sauber, aber da müssen jetzt noch Sachen weggeräumt werden, die einfach eigentlich sowieso immer rumstehen, wie Softboxen und Mikros und keine Ahnung. Nein, aber dieses Haus ist echt ordentlich. Es ist erstaunlich. Ich mache eigentlich nicht viel mehr als sonst. Doch, ich mache mehr als sonst, das ist schon. Aber ich hab, weiß auch nicht. Der Mann bringt mich auch... ich mache Dinge, die ich sonst nie gemacht habe. Mhm. Was ich einfach gern mache für dich. Ist schon komisch. Okay, der Mann hat aus mir einen besseren Menschen gemacht. Danke gleichfalls. Ja, ich weiß, Schnulz. Wir heiraten, ne? Ja, gut, das sind ja aber alles Tatsachen, also. Das stimmt allerdings. Mein Hochzeitskleid ist gerade gekommen und es passt. Ja, die fette Frau passt in dieses Kleid. Wunderbar. So, das wird jetzt noch abgeändert. Ich zeig's euch jetzt vorher nicht, oder? Nee. Erste Hochzeit? Erste Hochzeit. Erste, okay. Am 23.01. haben wir unseren Termin im Bezirksamt, ja, um da alles festzumachen. Wenn alles gut geht, werde ich das Datum auch dann bekannt geben. Aber das werden wir dann erfahren, ob das so klappt. Wir haben eine richtige Badekultur hier eingeführt. Ja, stimmt. Ich habe Baden immer gehasst. Aber da ich eh nicht weiter schlafen kann, also letzte Woche war ich extrem platt. Da bin ich auch nicht mit wach. Doch, einen Morgen bin ich mit wach geworden. Ja. Wenn der Mann aufsteht, ich merke das immer. Und dann kann ich nicht mehr einschlafen. Aber jetzt die letzten zwei Tage war ich so durch. Ja, und dann bin ich morgens, weil anstatt mich dann zu waschen oder zu duschen, wenn eh Wasser in der Wanne ist, ja, bin ich damit reingestiegen und irgendwie war das ganz toll. Und seitdem, also ich habe noch nie so viel Bade, also die Badezusätze, die ich jetzt im Schrank habe, die hätte ich sonst in 10 Jahren gebraucht.
Ja, zwei Badezusätze im Jahr waren ausreichend, weil öfter habe ich nicht gebadet. Jetzt baden wir fast täglich. Es ist aber auch schön, wir stellen da Kerzen auf und es ist richtig toll. Jetzt brauchen wir noch Entspannt und so romantisch. ein Sprudeldingens. Ja, und Musik könnten wir gegebenenfalls mal ins Bad stellen. Ist ja kein Problem mit der Box. Ich habe auch Kerzen jetzt hier im Wohnzimmer stehen. Und hier steht echt nichts rum. Ich bin mal fast. Der Geschirrspüler ist sauber. Ich habe heute Morgen noch angemacht. Ich bin Okay. auch wesentlich motivierter. Wir haben auch Badekissen, ne? Damit die Köpfchen weich liegen. Die sind cool. Die sind richtig gut. Ja, die muss man allerdings so ungefähr alle 2 Wochen spätestens mal wirklich mit so einem Sauerstoffreiniger machen, weil die Badeöle und Zusätze setzen sich nämlich da drin ab und dann verfärbt sich das. Das ist dann eklig. Ich habe heute Morgen noch den Wasserhahn entkalkt, die Brause entkalkt, ja, die Kissen gewaschen, Wäsche angemacht. Ja, und jetzt werden wir kochen. Da übernimmt dann der Mann die Kameraführung. Er schreibt gerade Einkaufszettel. Was heißt das da? Ghetto? Was? Cheddar? Was ist Cheddar, das? Cheddar, Käse. Cheddar. Also Cheddar schreibt man mit Doppel-D-A-R, Schön, dass du das so sagen musst, dass du. soweit ich weiß. Sie Cheddar. fand das jetzt, sie ist müde. Das Kind, was will das Kind? Hi, Hi. ich will mit rein. Du bist drin. Ich komme, incoming. Ah. Hi. Hi. Sind wir zu Ja, dritt? die Reaktion des Kindes wegen der Hochzeit habt ihr ja mitbekommen in dem Video. Der ist ja. Guck mal, könnte fast sein Sohn sein. Die raus. Was tust du da? Er will mich Ach stechen so. mit Aber seinem will mich Bart. stechen. Stechen. Aber Basti ist schon recht streng. Muki musst du dich ganz schön umgewöhnen. Oh. Na, da gibt es hier nicht so schwammige Aussagen wie vorher. Das ist schon sehr straight. Was ist jetzt noch die Woche? Ach, du gehst, der geht am Sonntag auf den Kindergeburtstag. Also Wer ich? das Kind, nicht der Mann. Partytime. Partytime, ja. Genau. Mich. Und was noch? War noch was? Wir gehen zum Friseur am Samstag. Ja, noch Genau, was. morgen, der Mann geht arbeiten. Ich vlogge, wie gesagt, mit meiner Mutter und dann hole ich den Mann von der Arbeit ab, dann gehen wir einkaufen. Dass nur ein Tag im Arsch ist quasi und Wieso? Samstag gehen wir alle zum Friseur. Es wird dann ein bisschen blöde Konstellation, weil ich fahre dann mit Mucki zum Friseur, weil ich habe einen Smart. Ja, und dann meine Mutter kommt dann mit dem Mann zum Friseur und nimmt das Kind mit. Irgendwie so. Ja. Also Petra meinte, sie schafft das. Weil ich lasse eh nur unten jetzt ausrasieren, frisch nachrasieren, weil oben dürfen wir aber nicht so viel abschneiden. Bis ich mich entschieden habe, was ich für eine Hochzeitsfrisur möchte, der Pickel stresst mich hier. Er ist ja kein Pickel mehr, ist eigentlich nur noch rot. Soll ich mache ihn weg, ich mache Die ihn Nägel sind grün, was eine Scheißentscheidung war, weil ich eigentlich viel mehr Videos mit dem Greenscreen aufnehmen wollte. Also das heißt, ich werde die demnächst mal umlackieren. Außerdem sind sie schon mal aufgrund der neuen Arbeit etwas kürzer, ich muss mich daran gewöhnen. Ja, so wie manche Menschen nicht mit langen Nägeln können, ist es für mich komisch, wenn die plötzlich ganz kurz sind. Da kommen wir vor wie amputiert. Ja, es ist, wenn du es immer gewohnt bist, ist es komisch. Plötzlich. Aber ich glaube, die Länge ist okay. Ist mir auch wurscht, ich bin Nageldesignerin. Wenn mir da drei Stück abbrechen, mache ich sie halt neu. Darf sich bloß nicht rumsprechen auf Arbeit. Dann habe ich die hier alle bei mir sitzen. Mit ihren Ja, künstlichen Nägeln. wir wollen die alle Nägel von So. dir. Jetzt gehen wir in die Küche. Das ist Ja. ein tolles, schnelles Rezept. Kann man in jeglicher Form machen. Das Ursprungsrezept war also quasi in Anführungsstrichen vegetarisch mit Pilzen. Da der Mann aber keine Pilze mag, bin ich auf Minutensteaks umgestiegen. Und das war auch, glaube ich, viel Das besser. war sehr gut. Hi. Das machen wir jetzt. Ich habe nämlich noch die Reste davon und das arbeiten wir jetzt weg. Ne? Jetzt bin ich. Und du gehst ins Bett. Mom. Ich mache mir erstmal noch einen Kaffee. Rauch noch eine und dann fangen wir an. Bis gleich. Tschüssi. Das Bis Profiteam. Das gleich. Profiteam hier wieder am Soll Werk. ich die Kamera übernehmen? Du siehst gut aus. Ich sag das immer wieder. Du siehst doch so gut aus. Ich sehe auch gut aus. Wir sind schrecklich, oder? Wie so ein Wieso? sabberndes, schnulzendes Paar, was sich dauernd gegenseitig. Nein, es ist schlimm, wenn man sich gegenseitig immer Lobpreisungen zukommen lässt. Also egal wo. Nicht nur im Bett, sondern auch hier. Ja, du bist auch süß, das meine ich, das ist furchtbar. Es ist schlimm, wenn man von seinem Partner so begeistert ist, dass man das Bedürfnis hat, ihm das ständig sagen zu wollen. Ich bin Kuss. Und du gehst jetzt bitte CD-Zimmer fertig machen. Das riecht nach süßer Mutter. Ich rieche nach Döner.
Schon eher. Du riechst nach Mutter. Nach Döner und Pflaumenpups. Mama, die Pflaumen. Ist das Pflaumenkuchen? Nein. Auch nicht? Nein. Mama, die Pflaumenmutter. Pflaumenkuchen, das ist doch sowas für die Rentner, wenn sie sich treffen zum Stück Kuchen. Ja, aber wenn der so schön ist, der ist geil. Darf halt nicht zu süß sein. Nee. Der ist nicht süß. Nee, lass mal. Nicht. Weißt du, was du jetzt machst? Hm? Pflaumenmutter. Heute bin ich die Pflaumenmutter. Nee, Knoblauch hatte ich nicht auf meinem Döner. Das hat nee, Patrick. Gott sei Dank. Ist aber schon lecker. Schmeckt, ich habe es letztens gegessen, aber schmeckt eklig. Ja. So. Let's go. Ich will aber doch nicht ins Bett. Gehst du aber? Nö. Doch. Nö. Doch, okay. Dann mache ich jetzt mit Klebeband ein Paket aus Bier und leg dich so ins Bett. Nein! Ich weiß gar nicht, warum meine Haare so abstehen. Wegen mir, ich habe sie gestern rasiert. Heute Morgen war das noch nicht? Gestern Abend, als du geschlafen hast, habe ich sie dir abrasiert und. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich fummel heute aber schon den ganzen Tag an dieser Stelle rum, weil das irgendwie. Ich weiß nicht. Guck mal auf, okay, ich muss noch drehen gleich. Aua. So, ab jetzt. Attacke. Arm gebrochen. Ja, gebrochen, genau. Wir rufen das Jugendamt. Oh Gott, ich habe dem Kind gerade den Arm gebrochen. Sag mal. Psychopathen am Werk. Hallo. Ach, die Haare muss ich mir morgen auch noch färben. Das auch noch, aber eigentlich nur hier unten, Gott sei Dank. Oh, oben Gott. Kann ich mir noch sparen. Gibt und jetzt. Also Brot, glatte Seiten aneinander, die jeweils bestreichen. Die bebutterte Seite muss in die Pfanne, das seht ihr gleich. Salz und Pfeffer, Cheddar, Rucola, Fleisch, was jetzt schon vorbereitet ist von letztens. Frühlingszwiebeln, Speck. Pilze für mich. Damit der Mann das Fleisch bekommt. Ja, Kerzen, da waren wir, genau. Das ist eine Glade-Kerze, die riecht im Übrigen sehr gut. Und wir sind seit Weihnachten glückliche Besitzer einer Switch. Ja, wer hatte den Einfall? Sieht sehr schön aus hier, ich finde das sehr kuschelig. Das ist echt schön. Gardinen muss ich bei Gelegenheit mal waschen. Ja, das ist das Einzige. Guten Tag. Ich brauche jetzt einen Kaffee. Ach ja, und wir haben eine neue Kaffeemaschine. Wir haben jetzt auch eine Senseo Switch. Bei uns gibt es nur noch Switch. Switch-Konsolen, Switch-Kaffeemaschine. Ach, und das hier ist zum Beispiel auch sehr praktisch, ne? Weil wir immer das Gewurstel mit den Kabeln hatten und es da auch nie eine Einigung gab früher. Diese Doppelstecker. Die sind super. Kommen die hier nicht hin. Sache erledigt. Stört keinen da hinten in der Ecke. Sieht immer ordentlich aus. Ja, wie ihr seht, es liegt hier nichts mehr um, ne? Erstaunlich. Gut, ich stürze mich jetzt gleich aufs Essen. Darfst du ruhig dichter kommen. So, was ich jetzt zuerst mache, weil es ein bisschen länger braucht, ist jetzt einfach Speck und Frühlingszwiebeln anbraten. Die Pilze muss ich ja getrennt anbraten. Ne? Ich bitte darum. Ja, so. So. Wie gesagt, die glatten Seiten aneinander, weil sonst kommt ihr nachher durcheinander. Dann bestreicht ihr nämlich die falschen Seiten. Ich habe beim ersten Mal auch kurz gestutzt, ob das so richtig ist, aber braucht ihr jetzt nicht mit Geizen, weil umso besser ist es nachher. Das ist übrigens Weizenbrot. Meistens ist es immer eine Toast. Aber das ist wirklich fast so ähnlich wie Toast, nur besser. Schmeckt im Übrigen auch super gut, wenn ihr das im Toaster steckt. Das Beste, was ich jemals hatte. Kannst du mir mal die Salz- und Pfeffermühle reichen, bitte? Küche bleibt irgendwie der einzige Ort, die für den Mann ein absolutes Rätsel ist. Aber das hat einen Salz- und Pfefferschatz. Das ist Zitronenpfeffer. Kann man auch nehmen, aber ja, genau. Fantastisch. So, na, reicht ja gerade noch so für morgen. Ja, gut. Ist doch schön, ich bin mal wieder ein Kochblock. Hatte ich lange nicht. Ich weiß, dass das Fressen für dich der Star des Abends ist, aber es wäre schön, wenn die Kamera auf mich hält. Wir wissen doch, wie du aussiehst. Ja, aber die Menschen müssen mir jetzt auch nicht 5 Minuten dabei zugucken, wie ich Brot butter. Mit Buttern, sagt man es überhaupt so? Also ich sag das so. Ah! Es geht los.
Der Mann ist auch ein bisschen eigenartig, ich weiß auch nicht. Wenn ich seine Brote selber mache, sagt er immer, es ist etwas lieblos. Ja, ist auch so. Ich mache seine Brote mit Liebe. Habe ich sonst auch nie gemacht. Das schmeckt man. Einem Menschen Brot geschmiert. So. Sagt man immer, soll man nicht machen, weil damit die Gewürze nicht verbrennen, ist aber in dem Fall nicht so. So. Ich darf die Pilze da nicht mit reinmischen. Nein. Oh. Ihr wisst ihr, wie eklig das ist, wenn ein Mensch morgens vor euch steht und sich ein rohes, war das morgens? Ja. Ja, ein rohes Stück Zwiebeln in den Mund stopft, ja? Ich fand's gut. Ja. Und dann wundern sich die Menschen über Magenprobleme. Das sagt die, wo ein XXL-Döner frisst und sich dann hinsetzt. Oh. Nee, das waren ja die Pflaumen. Bin ja dann dahinter gekommen. Ach ja. Ich darf ja keine Ballaststoffe essen. Keine Körner, kein Mehrkornbrot etc. Ich habe jetzt aber was gefunden, was ich gut vertrage, mal abgesehen von den Pflaumen. Und ich mag auch die wenigsten Nüsse. Dann habe ich mich jetzt bei Müller mit einzelnen Cerealien eingedeckt. Also Walnüsse, Kokosflocken, die sind gut. Apfelringe, kostet doch mal. Paranüsse, Cashewkerne und den Rest habe ich auf Arbeit vergessen. Und davon nehme ich immer so eine Dose mit zur Arbeit, das ist echt gut. Das vertrag auch ich. Na Gott sei Dank. Ja, das Grauen hat einen Namen, ich weiß. Ach, Omelette wollte ich machen, damit die Eier wegkommen. Am Wochenende. Okay. Ist okay? Ist okay. Dann haben wir Kartoffelpuffer, Omelette und Sonntag. Ich koche auch wieder regelmäßig, das finde ich total geil. Vor allem, weil ich diesen Mann jemanden habe, also der schon über diverse Kochkünste anderer Menschen abgehergezogen hat. Aber bei mir bis jetzt echt so nichts zu beanstanden hatte. Ja. Und wenn man die ganzen Jahre über gehört hat, die Soße ist zu dünn, die Soße ist zu dick, das ist zu wenig, das ist zu stark gewürzt, das ist nicht durch genug, das ist zu weich, dann hat man irgendwann auch keinen Bock mehr, so richtig. Aber der Mann ist sehr dankbar, was das Essen angeht. Hat keine Benörgelungen bekommen. Ja. Kommt bestimmt noch. Ja, kann auch mal was schief gehen. Das habe ich auch noch nie gemacht. Das hätte auch schief gehen können. Aber so, ich halte mich jetzt noch gar nicht so lange auf, damit er mir nicht vor Hunger umkommt. Das Pilz an den Strand. Ja, man mag keine Pilze, das ist das Problem. Stimmt, der hasst sie. Ich mache jetzt aber was anderes, damit es ein bisschen schneller geht. Das Fleisch ist, wie gesagt, schon angebraten. Ich brate es jetzt nur noch mal mit. Lieber die Pilze? Nehmen die Pilze. Mein Gott, das wird ja wohl gehen. Warum? Was ihr machen solltet, aber wenn ihr sowas macht, auch wenn man sonst nicht mit unnötig viel Fett braten muss, wenn ihr Fleisch, also in der Mikrowelle finde ich Fleisch warm machen auch nicht so geil, ihr solltet dann ein bisschen, was ist das überhaupt? Pflanzencreme mit dazugeben, damit es nicht trocken wird. Naja, ich wüsste jetzt nicht, was es ist, wie das heißt, mein Gott. Also, man kann sich auch wirklich über jeglichen Scheiß beömmeln. Ja, erstmal drüber kippen und dann, was ist das überhaupt? Ja, ich weiß noch, was ich da nehme, aber ich wüsste jetzt nicht, wie es heißt. Ach so. Ja, aber sonst wird es trocken. Das ist dann nicht so schön. Ich mache es jetzt einfach nur warm, weil ich Angst habe, dass es im Brot nachher nicht ganz so warm wird.
Die Pilze werden es nicht berühren. Sie sind Vegetarier. Wo das Fleisch nicht die Pfanne berührt haben darf oder so, keine Ahnung. Das war jetzt übertrieben. Ich habe nichts gegen Vegetarier. Ich habe auch nichts gegen Veganer. Ich habe nur ein Problem damit, wenn die diese Menschen auf den Sack gehen. Erstens, weil sie sich dort bekehren wollen. Ja. Weil sie keine andere Meinung gelten lassen. Ja? Und zweitens, wenn du solche Menschen dann zu irgendwelchen Partys hast, am besten hast du einen Veganer und einen Vegetarier mit bei. Und es wird erwartet, ja, dass du zusätzlich für diese Menschen ein eigenständiges Buffet anfertigst. Ich kenne das alles. Sowas hasse ich. Ja, wenn ich auch, wenn ich irgendwo hingehe und ich könnte jetzt diverse Sachen nicht essen, dann nehme ich mir mein Fressen mit, weil ich eine Einzelperson bin. Ganz einfach. Und erwarte nicht, dass der Gastgeber. Ja, für jede x-beliebige, das Fleisch berührt, für jedes x-beliebige Problem, ja, jetzt da eine Lösung hat. Da lobe ich mir meinen vegetarischen Tätowierer, dessen Namen ich mal nicht sagen darf, ja, der vegane Tätowierer. Ja, der hat mir das nie erzählt, weil er mich damit nicht belasten wollte, wie ich es irgendwann mal rausgefunden habe. Für den koche ich zum Beispiel gerne, weil er mir nicht auf den Sack geht. So. Warm wird es wohl sein. Ja. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Spaß. Jetzt einfach ein bisschen Öl in die Pfanne. Nicht viel. Es ist ja jetzt auch vom Fleisch noch Öl drin. So. Genau. So, und jetzt ist, das ist der Dienst. Ihr legt das Brot nämlich so rum rein. Und jetzt bist du durcheinander gekommen. Nee, so. So. Genau. Ist es nachher beim Wenden. Aber auch das kriegt man hin. So. Jetzt kommt der Käse raus. Aber der reicht, ne? Schon wieder einer ein. Unser Hausgeist. Ja. Ja, mein Mann ist im Übrigen ja der Meinung, ja, dass wir einen Hausgeist hätten. Ja, in der Tat. Haben wir aber nicht. Sagst du. Sage ich. Korrekt. Doch, wir haben einen. Wir haben keinen Hausgeist. Das ist absoluter Quatsch. So, man kriegt Fleisch, ich krieg Pilze, ja, so muss das sein. So. Ich quatsch jetzt nebenbei, eigentlich solltet ihr euch damit nicht zu lange Zeit lassen. So. Ob da jetzt was daneben fällt oder nicht, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Jetzt spritzt. So. Und jetzt guckt ihr bitte, dass ihr nämlich jetzt die Scheiben, ich glaube, das muss falsch hingelegt, kann das sein? Egal. Darauf packen. Das mit den Wänden, wie gesagt, ist ein kleines Problem und sind die auch sehr dick belegt. Aber sobald der Käse schmilzt, wird nämlich dann auch ein bisschen, ach, habe ich schon, die Temperatur runterdrehen. Ja. Damit das Brot unten nicht schwarz wird. Wenn der Käse geschmolzen ist, wendet es sich wesentlich besser. Beim Wenden der Schirm, wenn du nämlich nicht mal zuguckst. Aber das mit Sicherheit wie letztens. Wende jetzt wieder erst meins. Es
Weil im Grunde genommen ist das wirklich, es geht schnell, es macht nicht so viel Arbeit und es macht satt. Ja. Und das ist einfach geil. Ist auch geil, wenn Besuch kommt. Haben die meisten Menschen noch nicht gesehen. So, jetzt macht der Käse. Wenn der Käse anfängt zu schmelzen, dann ist eigentlich der richtige Moment, das Zeug zu wenden, weil dann klebt alles schon so ein bisschen zusammen. Und jetzt machen wir den gleichen Müll wie letztes Mal. Ich weiß einfach nicht wie. Aber vielleicht. Nein? Doch? Nein? Ja. Hast du nicht mal eine sinnvolle Idee, wie man das Nein. sinnvoll machen kann? Ich auch nicht. Okay. Ich habe gesagt, du sollst es nicht filmen. Ja, wenn dann ganz. Ja. So, okay. Einigermaßen. Ja, hat auch geklappt. Ja. Ja, voll geklappt. Super. Das ist ja mein Brot, das ist nicht so schön. Ach, siehst du, jetzt habe ich was vergessen. Bei dem Gequatsche. Die Senfsoße. Ach so. Ja. Das ist, mein Mann hat mich einfach nur böse angeguckt. Ja? Weil das Zeug, was das schweineteuer ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es gekostet hat. Aber das ist Senf in einer Art Mayonnaise, grober Senf, und das ist so geil. Aua, aua, aua. Es ist auch nicht wirklich scharf, aber es ist echt geil. So. Kannst du jetzt mal bitte weggucken, weil... Okay, ich guck weg. Du, ja toll, was bringt denn das jetzt? Ich muss mal eine Gabel bitten. Eine mit langen Zinken. Kannst du jetzt die Kamera mal weghalten? Ha! Guck mal, das geht doch viel besser. Auch nicht ganz professionell, aber besser als ich. Sehr schön. So, und damit ist das eigentlich auch schon fertig. Jetzt könnt ihr es nochmal zusammendrücken. Das geht dann ganz gut. Das war's eigentlich. Ich hätte gerne mal irgendein Video, in dem nicht mein BH rausguckt. Aber ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben. Ja, ich hoffe, das war okay, dass ihr jetzt, wie gesagt, für den Start ins neue Jahr, wie gesagt, wir bloggen dann immer eine Woche im Vorlauf. Das ist dann alles etwas einfacher. Kriegt ihr heute mal was anderes Spannendes zu sehen. Und wie gesagt, was ihr da letztendlich für Zutaten drauf macht, sei vollkommen euch überlassen. Also ihr könnt auch helles Mehrkornbrot nehmen. Ne? Es gibt auch Mehrkornbrot, was hell ist. Mit dunklem Brot funktioniert es nicht, weil das wird oll beim Braten. Was macht die Hand? Sie ist noch dran. So, jetzt können wir noch ein bisschen hochdrehen, weil sonst wird es ziemlich nicht braun. Jetzt kriege ich Hunger. Eigentlich hatte ich gar keinen Hunger. Nach dem Döner. Na? Gut, ne? Ja. 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 Denkt dran, es ist heiß. Ich weiß. So, hiermit bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Falls ihr es nachmacht, guten Appetit. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es in die Kommentare. Egal was. Und wir sehen uns zu meinem nächsten ASMR-Video wieder. Was ich jetzt am Wochenende machen werde. Ich habe auch schon eine Idee. And you know, thanks for watching. Bye bye.